Nächster Redner Klaus Lindinger, ÖVP. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geherrter Herr Bundesminister, sehr geehrter Herr Staatssekretär, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, Hohes Haus. Wenn wir hier heute die Änderungen zum Bankwesen- und Investmentfondsgesetz diskutieren, werden hier mit dieser Gesetzesnovelle in erster Linie die notwendigen Anpassungen gemacht. Ausschlaggebend dazu sind die neuen Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht und der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für die Eignung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern und Inhabern von Schlüsselfunktionen. Meine Vorredner haben die dementsprechenden Eckpunkte schon näher erläutert. Mir ist es wichtig hervorzuheben, dass wenn wir hier Gesetze beschließen und in diesem Fall diese Gesetzesnovelle, diese auch praktikabel umsetzbar sind, wie wir in Oberösterreich sagen, mit dem dementsprechenden Hausverstand. Und genau deshalb haben wir bei der Bestellung von Kontrollorganen kein sogenanntes Golden Plating betrieben, sondern es so ausgestaltet, dass alle Kreditinstitute unterschiedlicher Größen das auch realistisch umsetzen können. Und mit realistisch umsetzen meine ich auch die notwendige Vorbereitungsphase. So tritt das Gesetz nicht mit 1. September 2018 wie in der Regierungsvorlage, sondern mit 1. Jänner 2019 wie in dem Abänderungsvortrag meines Kollegen in Kraft. Gesetze und vor allem diese Gesetzesnovelle sichert die strengsten Kontrollen, aber mit dem notwendigen Hausverstand. Genau mit diesem Hausverstand sollen und werden in Zukunft Gesetze in Österreich umgesetzt werden. Dafür steht diese Bundesregierung, dafür stehen wir als Volkspartei. Als strengste Kontrollen, aber mit dem notwendigen Hausverstand, bezeichnet Klaus Lindinger von der ÖVP den Abänderungsantrag